Wilson Blade 98S, ein etwas leichterer Schläger aus der Blade-Familie, wieder mit diesem Spin-Effekt. Peter, bitte erklär uns, was sich die Firma Wilson dabei gedacht hat und für wen das eventuell sinnvoll ist. Ja, also der 98S, gleiche Fläche wie das Original sozusagen, aber unterschiedliches Bespannbild. 18 Längsseiten, 16 Querseiten führen dazu, dass der Drall viel besser angenommen wird und die Längsseite trotzdem haltbar bleibt aufgrund des engeren Geflechtes. Grundsätzlich ist der Schläger etwas leichter mit 294 Gramm. Leicht kopflastig, ist also wirklich für sportliche Spieler, die schon technisch versiert sind, ein sehr gutes Gerät. Das heißt aber auch, dass er, wenn man quasi etwas Gewicht rausnimmt, dann wird er automatisch, schaut man dann, dass es etwas mehr in den Kopf geht. Das heißt, dass das Schwunggewicht. Damit das Schwunggewicht hoch genug bleibt ja. Und ähnlich bleibt. Stefan, wir waren mit dem Schläger unterwegs draußen und haben auch den intensiv getestet. Wie ist deine Einschätzung, was dieser Spin-Effekt, spürt man das als Spieler? Ich spüre es beim Slice, ich bin nicht der Topspin-Spieler, aber du kannst natürlich den Ball richtig anzwirbeln. Also spürt man das und für wen wäre der Schläger das Richtige? Ja, also mir persönlich hat der am besten getaugt von der Blade-Familie, weil er eben ein bisschen mehr Spin gibt und ich ordentlich Spin-Spiel, vor allem auf der Vorhand und dadurch, dass weniger Seiten sind, gibt er auch ein bisschen mehr Tempo mit und hilft ein bisschen mehr. Also ich finde den Schläger super, ist schön leicht, aber trotzdem kopflastig, man kommt super über den Ball drüber mit den knapp 300 Gramm und ja, ich glaube, dass der auch eine breite Masse hat. Man muss zwar Tennis spielen können, also schon in der oberen Liga, aber da kann man den auf alle Fälle ausprobieren, weil es ein super Gerät ist. Danke, dass du mir gleich wieder Retour gibst. Ich muss dazu sagen, dass genau der Schläger, bin ich ganz deiner Meinung, einen riesen Einsatzbereich hat. Der größte wahrscheinlich in der Blade-Familie, eben mit den 294 Gramm, mit des etwas mehr Unterstützung, auch wenn du keinen Spin spielst. Und gerade oder ein bisschen an Slice hat er natürlich genauso eine Unterstützung. Spin hast du ja, dass er beim Schnitt, beim Aufschlag habe ich es zum Beispiel gespürt, dass er mal extrem hilft, da einen Drall mitzugeben. Und wenn die Seiten länger halten dabei, da wird da jede Familie, das irgendein Kind hat, das draußen wild draufhaut, das wird er das danken. Denn das ist ja ein Riesenthema, dass dann die Seiten oft sehr schnell reißen. Das heißt, die Idee, den Spin zu verbinden mit einer Technologie, wo die Seiten länger halten, Gratulation. Und das ist wirklich auch der Schläger aus meiner Sicht, aus der Blade-Familie, der den größten Einsatzbereich hat.